Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk Fragen und Antworten. Natürlich mit Dirk Helger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor ich den Bildschirm an Dirk übertrage, einmal bitte den Risikohinweis lesen und zur Kenntnis nehmen. Und dann können wir auch direkt loslegen. Ich glaube, heute haben wir ein paar Überraschungen. Gut, dann Dirk, einmal den Bildschirm übernehmen. Kann man schon sehen. War das schon die Überleitung an mich? Ja, guten Abend, Ach so. Dirk. Ich habe gedacht, da kommt noch was. Du hast gerade gesagt, ja, wir erleben heute noch ein paar Überraschungen. Was kommt denn Ich jetzt für eine Drohung? wollte nicht zu viel wegnehmen. Vielleicht hast du ja was. Dachte, du hättest was. Nein. Ja, dann auch von meiner Seite auch erstmal hallo und herzlich willkommen hier zum Helpdesk-Webinar. Ja, das hat sich ja mittlerweile ganz gut eingependelt hier, dass wir halt immer in regelmäßigen Abständen hier zusammen mit FX Flat dann halt versuchen, auf Sachen einzugehen, die dann eben so aufgelaufen sind. Jetzt haben wir aber heute, glaube ich, im Vorfeld, also zumindest habe ich nichts gesehen, was mir dazu gespielt wurde. Und deswegen müssen wir das jetzt quasi alles live machen. Also wer Fragen hat, wie irgendwas funktioniert oder nicht funktioniert, dann jetzt bitte her damit. Ich hoffe nur, ich komme hier auch einigermaßen durch, weil bei mir ist momentan ja, so ein bisschen Baustelle ist untertrieben, weil es jetzt gerade auch der Switch in die nächste Versionsstufe, die 2.0 kommt ja jetzt auch demnächst. Da wird es auch ein paar Neuerungen geben. Und wir können es ja vielleicht einfach so machen, falls das mit Überraschung gemeint war. Ich kann ja mal ein paar Sachen zeigen, die da kommen. Und währenddessen sollten dann hier mal ein paar Fragen eingehen. Also entweder sind da wirklich keine, alle sind glücklich und zufrieden, oder ich sehe hier nur die Hälfte. Also normalerweise ist ja hier immer schon dann alles voll mit irgendwelchen Fragen, da ist aber Genau. irgendwie gerade Nee, heute nicht nichts. tatsächlich, aber ich glaube, da kommen noch ein paar Fragen. Aber vorab per E-Mail haben wir dieses Mal keine Fragen bekommen. Ja, da können wir eigentlich ja wieder aufhören, oder? Ah ne, da Ah, kommt jetzt die da, erste. da kommt. Schade, jetzt müssen wir noch weitermachen. Verdammt, ich dachte, ich hätte mal hier früh Feierabend, aber nein. Okay. Dann, womit fangen wir an? Also, gut, hier kommen jetzt die Fragen rein. Gut, dann machen wir zuerst die Fragen, beziehungsweise halt, man sieht ja ohnehin schon, ich lasse mal hier ein paar Sachen sammeln und gucken, ob ich was kombinieren kann an Fragen. Und ansonsten zeige ich hier einfach schon mal vorab so ein bisschen was, was da kommt. Also die Version 2.0, die wird wahrscheinlich in zwei Etappen kommen. Also einmal für den MetaTrader 4. Und dann aber auch nochmal eine stark erweiterte Version für den MetaTrader 5, die natürlich dann Funktionen hat, die es im MetaTrader 4 so nicht gibt. Ja, und da kann ich jetzt auch noch nichts zu zeigen. Das Einzige, was ich momentan zeigen kann, ist die gemeinsame 2.0 oder zumindest schon mal ein Teil von den Funktionen. Es ist noch nicht alles implementiert, was da rein soll, aber halt eben doch schon einiges. Und das geht hier jetzt schon einige Wochen so. Und auch in Abstimmung natürlich mit einigen, die es testen. Ist bei mir selber natürlich auch permanent im Live-Testing. Und will ich mal ein bisschen was dazu erzählen. Also auf den ersten Blick sieht das ja alles aus wie vorher. Ist halt wie immer unter der Haube ein bisschen was passiert, was sich hier ein bisschen verändert hat. Beziehungsweise wo jetzt auch noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, ist hier das Pool-Panel. Man sieht, hier gibt es so ein paar andere Buttons. Und das sind also jetzt zwei dazugekommen, aber im Großen und Ganzen ist es das halt schon so, wie es war. Und es sind aber halt viele kleine Kniffe, die halt dazugekommen sind. Zum Beispiel, und das hängt damit eben auch zusammen, neben dem Pool-Panel gibt es jetzt nämlich auch noch ein neues Terminal. Und sobald man das hier oben nämlich wegklappt, ja, dann erscheint hier ein kleines Terminal. Und das kann man auch von der Größe her ändern. Das kann ich gerade mal machen, dass man hier ein bisschen größer hat, dass man ein bisschen mehr sieht. Stellen wir das mal auf M. Und das heißt, das ist halt hauptsächlich eigentlich dazu gedacht, dass man eben auch
mit reduziertem Platz, also auch wenn man ein paar Charts einklappt oder so, das heißt, wenn man den Bildschirm halt wirklich klein macht und hat man halt immer noch die Möglichkeit, noch fast komplett mit allen Funktionen zu handeln. Man ist halt hier auch rechts näher an der Skala dran. Das war ja auch von einigen gewünscht, dass da halt, beziehungsweise da war ja immer eher so die Frage, ja, so von wegen Lineal, kann man das auch irgendwie umsetzen und so weiter. Und ich glaube, in der Art und Weise, wie das dann halt jetzt gemacht ist, also für diejenigen, die halt einfach nah am Kurs hier sein wollen, für die sollte das halt, so hoffe ich, denke ich doch zumindest, dann schon nochmal eine deutliche Verbesserung darstellen, weil man halt wirklich hier sehr, sehr reduziert eben arbeiten kann. Und vor allen Dingen halt auch im Punkt des Scalping, wo es dann halt auch mal schnell und präzise gehen muss, dafür ist hier oben dieses neue Terminal halt eben da. Das ersetzt vorher war hier nur so ein kleines Ding, wo man halt nur kaufen, verkaufen und flat, ja, so für die Notfälle. Und das kann jetzt ein bisschen mehr und sogar auch noch ein, zwei Sachen mehr als das normale Terminal. Das heißt, man kann hier auch ganz normal hier oben wie vorher auch einfach eine Position eröffnen, zum Beispiel. Ja, das heißt, also ich habe ganz normale Funktionalität. Und was man aber hier zum Beispiel kann, ist also diese Buttons gibt es halt auch. Ja, hier die Buy Orders zu löschen, Sell Orders zu löschen oder einfach Flat. Positionsgröße kann ich hier einstellen. Das ist halt ein bisschen rudimentärer gehalten. Also einfach nur mit einer Eingabe hier. Und aber nichtsdestotrotz hat man dann halt eben Zugriff und dient eben dazu, dass man wirklich rechts fast nicht mehr aufklappen muss. Und was dann halt eben auch dazu kommt, das ist eine Mini-Statistik, wenn man hier auf die Uhr klickt. Ja, dann habe ich hier halt so eine Mini-Statistik, die mir immer sofort zeigt, wo ich halt insgesamt gerade stehe. Und so, dass ich halt auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel scalpe oder halt eben auch in mehreren Charts da unterwegs bin, halt auch nicht den Überblick verliere. Ja. Und das kann man halt auch prozentual einstellen. Und so, dass man wirklich halt auf einen Blick so das Nötigste hat. Also gerade jetzt eben tatsächlich im Punkto Scalping. Und dann gibt es zum Beispiel hier noch einen Reverse-Button, wurde halt auch viel gefragt, ob man nicht einfach das Ganze umdrehen kann. Also die aktuelle Positionierung. Das heißt, also wenn ich jetzt hier einfach von Long nach Short wechseln möchte, hier einfach mit einem Klick wird das Ding halt umgedreht. Und ohne Shift jetzt irgendwie, wie das vorher halt war, bei hier bei dem normalen Terminal beziehungsweise Control hier oben drüber, geht das jetzt alles hier drüber auch schon mit einem Klick. Ja, also kann ich halt 20 Mal hin und her, wenn ich das für gut empfinde, oder halt eben natürlich, um kurze Strecken halt mitzunehmen. Dann haben wir noch einen zum Beispiel, also ich gehe jetzt nur mal ganz kurz drauf ein, ja, da wird es dann natürlich noch eine detaillierte Beschreibung geben. Dann gibt es noch einen Sofort-Trail. Ja, das ist halt ein zusätzlicher Trail zu dem normalen. Und das heißt, auch eben halt im Punkto Scalping kann man halt dann sofort, also wie soll ich sagen, da ist ein Tick-Trail, den kann man selber definieren hier für das Panel. Ja, den kann man halt einstellen, welchen Trail möchte ich da haben. Und bin dann halt eben auch, mal angenommen, ich wäre jetzt hier Short, was cleverer gewesen wäre an der Stelle. Ja. Nur mal zum Beispiel, sagen wir mal, es geht hier weiter runter. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Und aber falls er jetzt ein bisschen Bewegung macht, kann ich es vielleicht mal zeigen. Gerade der Dow Jones, der neigt ja dazu, dann irgendwie mal ein Stückchen weiter in einem Rutsch zu laufen. Und so habe ich dann halt die Möglichkeit, mit dem, was hier eingestellt ist, was man auch eben nach dem Spread ausrichten kann, mich da sofort an den Kurs dran zu klemmen. Mal gucken, vielleicht gibt es noch ein bisschen Bewegung darunter. Und wenn nicht, dann versuche ich das nachher nochmal irgendwo zu erwischen und um dann eben mal zu zeigen, was der macht. Also es ist halt eben, eigentlich kann man den Trail frei definieren, ist halt voreingestellt, so dass es ein Tick Average ist, also einer, der recht nah am Kurs eben dranhängt und eben halt auch nach dem Spread sich automatisch ausrichtet. Also ich zeige es jetzt trotzdem mal, auch wenn sich hier jetzt nichts bewegt. Gehen wir mal einen 5-Minuten-Chart. Ja, der könnte schon noch wenigstens bis hier unten hin. Und das heißt, sobald ich hier drauf drücke, jetzt vielleicht nicht gerade in der Gegenrichtung, dann ist nämlich sofort die Position weg. Aber hier zum Beispiel, sobald ich hier drauf drücke, so und der nächste Tick kommt, ja, das ist die Baustelle jetzt. Das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt, das war ja klar. Versuche ich das Ganze mal umzudrehen, beziehungsweise hier mit Long zu machen. Also, es ist halt alles noch im Test hier. Hoppla. Hat aber eigentlich schon mal funktioniert, aber es hat jetzt übers Wochenende auch noch mal viel umgebaut worden. Nee, der will jetzt nicht. So, gut.
Das ist die Strafe. Also das heißt normalerweise hier per Klick einfach hängt er sich, ja, jetzt macht das halt, aber das, so soll es natürlich nicht sein, der soll sofort kommen. Der hängt sich halt sofort hier an den Kurs eben dran. Ja, ich versuche das mal nochmal. Das ist aber halt eben tatsächlich noch ein bisschen Baustelle. Er lässt sich auch nicht sofort aktivieren. Da ist noch irgendwas ein bisschen im Argen. So, dann habe ich halt hier für die Chart-Skalierung ist nach, jetzt kommen hier direkt schon die Fragen, kann die neue Bedienungsleiste auch nach unten gelegt werden? Es ist unglaublich. Nein. Das ergibt doch gar keinen Sinn hier unten. Das ist, also ich wüsste jetzt nicht wieso. Und geht auch von verschiedenen Funktionen her auch nicht. Also das macht auch keinen Sinn, hier oben irgendwas zu haben, dann da unten links, rechts. Und das macht es halt schon, glaube ich, ein bisschen unübersichtlich. Hier halt für die Chartskalierung. Das heißt, das ist was, was man ständig braucht. Ja, ich habe ja normalerweise ist ja das hier fest gerastert und so, dass ich halt hier immer direkt in die Skalierung wechseln kann, ohne da halt eben wie vorher hier über Chart. Das war der normale Weg. Hier Skala anklicken und das geht jetzt halt eben hier oben drüber. Und das wird aber auch so sein. Das wird jetzt auch noch im nächsten Schritt passieren, dass das halt eben immer da ist, ja, das heißt, dass es auch dann hier sein wird und dass man überhaupt nicht mehr über das Chartfenster da an der Stelle dann gehen muss. So, gucken, vielleicht passiert ja jetzt noch ein bisschen was. Nee, da ist auf jeden Fall irgendwas verkurbelt. Das ist natürlich ein bisschen schade jetzt. Aber ohnehin in der Version geht das eh nicht raus und das muss natürlich erstmal alles noch ein paar Tests mehr bestehen. Und was man hier eben einstellen kann, also zum einen halt die Größe, ganz klar habe ich schon gezeigt, und dann halt eben hier zum Beispiel bei Terminal, so heißt es jetzt hier, kann ich entsprechend halt hier den Trail einstellen und dann halt hier zum Beispiel den Trail-Abstand, der halt eben dann für dieses Terminal halt da ist. Dann gibt es auch noch eine weitere Funktion hier in dieser Geschichte, die zeige ich auch mal ganz kurz, die ist aber jetzt ganz frisch erst gerade reingekommen auch. Beziehungsweise die ist erst überhaupt im Test seit heute. Und zwar ist das eine so eine Art Pausefunktion. Ja, das heißt, also wenn ich zum Beispiel vorher war es ja so, wenn ich mal angenommen, ich mache halt irgendwie einen längeren Long Trade, ja, der jetzt halt ein paar Tage oder Stunden laufen soll. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten: Entweder ich trail das Ding oder ich sage, okay, an dem Widerstand weiß ich halt, das wird nicht einfach, ja. Und vielleicht bin ich da erstmal flat. Aber bei flat heißt ja dann auch immer, dass man ja auch so ein bisschen die Übersicht dann eben dann auch verliert, so über den eigentlichen Trade, wo der herkommt, wo der Break-Even war und muss dann halt anfangen zu rechnen. Und was es dann da halt eben gibt, das ist eine Pause-Funktion. Ja? Das heißt, ich kann also sozusagen auf Pause drücken. Und das sieht dann so aus. Das heißt, das jetzt hier an der Stelle ist es versteckt, aber hier in dem normalen Panel ist es vorhanden. Ja, das heißt einfach nur, die aktuelle Positionierung wird komplett gehedged. Ja, das heißt, ich bin also Break-Even hier, also ich bin immer plus minus null, es passiert nichts mehr an meiner PL. Ist jetzt natürlich hier in der Bewegung jetzt nicht so ein schönes Beispiel. Aber wenn jetzt zum Beispiel halt, wenn der hochläuft, ja, und ich sage hier oben, ja, weiß ich nicht, da gehe ich erstmal auf Pause. Wenn er weiterläuft, ist gut, hebe ich die Pause wieder auf und ansonsten lasse ich das halt eben, wie es ist. Finde ich eigentlich gerade für, auch im Scalping finde ich das halt ziemlich brauchbar, weil man halt eben ja auch weiß, ich sag mal, wo so eine Minutenkerze, wo die halt normalerweise maximal erstmal hinläuft und wo es halt Sinn macht, erstmal abzuwarten oder halt mal irgendwie 1, 2 Minuten gegen sich laufen zu lassen. Und für sowas kann das schon Sinn machen, weil man sich halt einfach dann den eigentlichen Trade dann halt von der Übersicht her dann halt nicht gleich dann kaputt macht. Und mal gucken, vielleicht geht die ja hier mal ein bisschen hoch ausnahmsweise, dass man hier mal ein bisschen was Vernünftiges zeigen kann. Und zum Beispiel jetzt bin ich halt hier, nochmal zum Beispiel, mal gucken, vielleicht macht er das ja noch. Ja, ist jetzt natürlich alles hier im ganz, ganz kleinen Timeframe, aber ich versuche es ja nur irgendwie sinnvoll zu zeigen. Und ich sage, okay, hier da unten an diesem Peak, naja, da wird es eng, mal angenommen, das wäre jetzt halt hier eine Stundenkerze. Dann sage ich halt zum Beispiel, okay, mal erstmal Pause. So. Ich bin hier im Plus und da kann ich jetzt erstmal gucken, was da halt passiert. Kommt er jetzt wieder hier runter, wie jetzt gerade? Könnte ich die Pause hier schon wieder auflösen oder da? Oder ich sage halt, naja, gut, wird wahrscheinlich nichts, gehe ich raus.
So, habe aber an der Stelle nicht sofort Flat gedrückt, sondern an der Stelle tatsächlich erstmal nur gehedged. Also für mich persönlich, ich verspreche mir da viel davon, will da auch mal, ja, da will ich jetzt aber nicht zu viel verraten, weil das will ich erstmal mit mir selber ausmachen, mal so ein Projekt starten, was halt wirklich genau nur auf diesen Ansätzen dann halt beruht. Und das werde ich aber noch separat davon in einem eigenen Blogbeitrag werde ich das machen. Und dafür ist es auch so ein bisschen entstanden, weil ich halt selber auch gemerkt habe, dass halt oft ist es dann eben so, also merke ich dann halt bei mir, wo zum Beispiel die Entries sind meistens sehr gut, und aber es läuft ja halt eben nicht immer, ja. Und dann weiß man halt, gerade wenn man wenn man Intraday handelt, okay, das sind Widerstände, da geht es halt nicht so einfach mal weiter, ja, egal jetzt in welche Richtung. Und da kann man halt, ohne dass man direkt wieder sagt, oder wir kennen das ja alle, ja, so ein Trade läuft, man denkt, ja, komm, das müsste eigentlich, könnte doch funktionieren und wäre doch eigentlich ganz schön. Und in dem Moment, wo man, oder bis man fertig überlegt hat, ist es dann schon fast nicht passiert, man gibt schon wieder eigentlich viel zu viel ab von dem, was man schon eingefahren hat, und zum Schluss geht man mit einem zu kleinen Gewinn aus der Nummer raus, oder noch schlimmer, dann halt eben mit einem Verlust, weil man zu sehr überzeugt davon war, das funktioniert. Und das ist, glaube ich, so auch vom psychologischen Aspekt so ein bisschen Unterstützung dabei, weil man erstmal sagen kann, okay, ich weiß, da wird es eng an der Stelle und ich lasse das erstmal. Ja, und ohne, dass ich meine eigene Position, eigentliche Position kaputt machen muss. Sondern auch wenn der jetzt zum Beispiel hier dann halt ein Stück weiterläuft, also wie gesagt, das hier ist natürlich ganz enger Timeframe und natürlich jetzt kein Referenzbeispiel. Aber wenn das jetzt hier Stundenkerzen wären und er würde weiterlaufen, dann kann ich ja immer noch ein paar Punkte verschenken. Kann sagen, ja gut, okay, komm, der scheint zu laufen. Ich löse das Ding auf, lass den mal machen. So. Und wenn ich mir halt, das heißt, ich überbrücke einfach die Zeit, wo der Kurs vielleicht braucht, um sich halt irgendwie ein klareres Bild halt zu verschaffen, ohne dass ich halt entsprechend sofort alles auflöse. Ist sicherlich natürlich auch Geschmackssache, gar keine Frage. Einige werden sagen, nö, brauche ich nicht. Und andere werden dann halt schreien, juhe, das wollte ich immer schon haben, sowas. Das ist halt wie mit allem. Und ich kann halt immer nur versuchen, im Dialog eben mit euch natürlich auch rauszufinden, was wird irgendwo, was ist sinnvoll, was wird gebraucht oder was taugen meine eigenen Ideen und was nicht. Und sind natürlich auch andere professionelle Trader hier auch mit dabei, wo auch reichlich Input eben auch kommt. Und was mich auch sehr freut und wo es demnächst auch noch einige Neuigkeiten geben wird. So, das hier wäre zum Beispiel zum Punkt, ja, könnte man auch sagen, ja, ich glaube, ja, ob der da drüber geht, ich glaube es nicht, weiß ich nicht, soll er erstmal machen. Bin ich jetzt nochmal im Hedge unterwegs, beziehungsweise habe hier nochmal auf Pause gedrückt und dann halt mal gucken, ja. Und wenn er jetzt halt eben zu weit weiterläuft, kann ich immer noch sagen, gut, alles klar, komm. War ich ein bisschen langsam, aber bin raus aus der Nummer. Ja, siehst du. Da kommt auch ein bisschen Feedback. Der Johann schreibt, Pause, super Funktion. Ja, finde ich auch. Also wird nicht jeder brauchen, aber ich glaube, das sind aber genauso die Geschichten, die man auch nicht unbedingt immer überall findet und die hier halt auch, so hoffe ich doch, so elegant wie möglich gelöst sind. Weil es natürlich auch ein bisschen tricky, ja. Weil was passiert? Mal angenommen, ich bin halt hier long, ja, und habe jetzt dann halt hier irgendwo noch auf Pause gedrückt und muss man halt irgendwie auch ganz klar sagen, mit dieser Positionierung, ja, wenn ich jetzt den Rechner ausmache, habe ich ein Problem eigentlich, weil was ist, wenn der Kurs hier runterläuft, dann läuft dann natürlich hier mein Long, läuft in den Stop-Loss, das ist soweit erstmal kein Problem, weil der Hedge ist ja noch da und die Position, das war ja halt eingeplant an der Stelle, aber der Hedge hat halt keinen Stop-Loss, ja. Und das heißt, es ist so ein bisschen auch mit Vorsicht zu genießen, sollte man dann auch wirklich nur machen, wenn man dann halt irgendwie auch da ist. Oder man wirft den Stop-Loss raus, ja. Und dann ist es egal, dann kann ich das Ding hier zumachen, da kann nichts passieren, weil es ist ja gehedged, ja. Also hier unten sieht man auch, ich bin halt einmal mit einem Kontrakt long und einem short, kann überhaupt nichts passieren, ja. Da kann ich jederzeit zumachen, das Ding. Und aber auch wenn man kurzfristig als Beispiel, ich mache mal eben den Hedge nochmal raus. Aber auch wenn man hier zum Beispiel kurzfristig, zeige ich das auch mal, mal angenommen, ich bin halt in dieser Positionierung halt jetzt drin und irgendwie das Ding geht zu, warum auch immer. Jetzt hoffe ich, dass es nicht gleich der nächste Vorführeffekt wird. Und ich mache es nochmal auf und dann versucht der Stereo Trader halt zu erkennen, ob es sich bei der Positionierung um ein Hedging handeln könnte. Und dann steht auch da, Hedge-Position aktiviert. Das heißt,
der hat es wieder erkannt. So war, ist es halt am wahrscheinlichsten, dass es gewollt war und stellt es auch entsprechend nochmal genauso wieder her. Das heißt also, selbst wenn man hier zumacht und aufmacht, ist der Hedge dann an der Stelle noch da und auch der Stop-Loss und alles genauso, wie es vorher war, ohne dass direkt der Modus oder irgendwas gewechselt wird, wie es vorher war. Okay, also das sind so die wesentlichen Geschichten hier von dem neuen Terminal. Das übrigens, ich erwähne das jetzt, ich erzähle das jetzt einfach mal, mit wem das zusammen entstanden ist, wo da auch wirklich viel Input hergekommen ist, wo ich auch dankbar für bin. Es ist zwar noch nicht offiziell, aber das war der Heiko Behrendt. Heiko Behrendt ist ja auch sehr bekannt als Scalper, ist auch schon etwa 15 Jahre im Geschäft, macht jeden Tag auch Webinare und ständig auch Vorträge. Also einer von den wirklich Guten, die wirklich was können. Und der wird in Zukunft auch zu den Stereo Traders sozusagen gehören. Und in Zusammenarbeit mit ihm hauptsächlich sind die ganzen Geschichten hier oben eben auch entstanden. Also danke Heiko an der Stelle. Ich hoffe, das war okay, dass ich es hier erwähnt habe, mal ein bisschen vorgegriffen habe. So ganz offiziell ist es ja noch nicht, zumindest nicht für die Öffentlichkeit, auch wenn es eigentlich feststeht, dass da auch in der Richtung noch ein bisschen mehr kommen wird. So, hier oben, darüber kann man einfach ins normale Setup dann halt kommen. Ja, muss man auch nicht mehr großartig Rechtsklick oder so, dann macht es einfach hier oben drüber. Und dafür sind die beiden Punkte hier und eben wie gesagt die Mini-Statistik an der Stelle. Und das sind so die wesentlichen Sachen eben hier von dem Skype-Terminal. Und ansonsten ist bei der Statistik, es sind so diverse Kleinigkeiten, die sich verändert haben. Also hier sieht man halt auch nochmal, hier ist auch nochmal die Hedge-Geschichte, ja, und hier das Reverse ist nur angepasst, gerade von der Darstellung, während gehedged ist, kann ich halt logischerweise den Trade nicht umkehren. Aber insgesamt ist es so, wenn ich gehedged bin und sobald ich irgendwas ändere an meiner eigentlichen Position, ja, ich bin ja eigentlich long, und ich jetzt sage zum Beispiel, ja, ich mache nur einen dazu, dann wird immer zuerst der Hedge aufgelöst, egal was passiert, auch wenn der ein Stop-Loss läuft, der Hedge wird immer automatisch aufgelöst, sobald ich an meiner eigentlichen Position was ändere. Ja, also das nur mal kurz zur Erklärung. So, das sieht ja ein bisschen wild aus hier. Okay, mal kurz zurücksetzen. Das ist halt, wie gesagt, alles Baustelle. Was man dann eben jetzt auch machen kann, man kann zum Beispiel jederzeit, hier oben habe ich ja meine Darstellung von meiner PL beziehungsweise Gewinn und Verlust und so weiter. Ja, hier noch einen dazu, noch mal einen raus. So, was ich halt jederzeit machen kann, ist hier oben einfach per Klick, kann ich die Darstellung halt komplett umschalten. Ja, so kann ich halt hier auf Prozent gehen, ich kann auf Punkte gehen, ich kann auf Beträge gehen. Und das ist egal, wo ich klicke, überall dort, wo irgendwie Punkte oder Prozente Sinn machen, also überall dort, wo Gewinn-Verlust dargestellt wird, kann ich das immer jederzeit per Klick umstellen. Auch hier logischerweise bei Auto-Exit, ja, kann ich halt auch mir das so einstellen, wie ich das haben möchte. Und was auch hinzugekommen ist in dieser ganzen Geschichte, man sieht überall, wenn man jetzt die Maus drüber hält, sieht man halt Risiko- und Verlustverhältnis. Das heißt, ich sehe hier sofort einfach nur, wenn ich die Maus drüber halte, sehe ich sofort, alles klar, hier ist mein Risiko, liegt bei 45 Euro irgendwas und bei 0,39% und das gleiche natürlich für den Take Profit. Ja, sehe ich dann halt hier auch, alles klar, so ist meine Positionierung beziehungsweise mein Risiko und mein Verlust. Und ich muss also auch hier nicht unbedingt da reinklicken, weil hier steht es ja auch, ja, hier kann ich es auch nochmal anders separat darstellen lassen, sondern ich kann das halt eben alles hier einfach sofort sehen, also ohne, dass ich das ganze Panel aufklappe. Und was hier auch noch dazu gekommen ist, um das mal noch kurz zu zeigen, ist ja dann doch ein bisschen mehr, merke ich gerade, als es irgendwie immer so gefühlt auf den ersten Blick irgendwie wirkt. Man kann halt hier bei Trading kann man jetzt Trade Display. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser hier trinken. Bei Trade Display kann man jetzt zum Beispiel halt auch die Ergebnisse anzeigen lassen. Ja. Und gerade mal gucken, wie das hier eingestellt ist. Amounts, Points, Points, okay. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, ich bin hier am Scalpen, ja, nur zum Beispiel. So, und man sagt, ich sag mal, ich mache den hier zu.
So, und dann sehe ich hier sofort, alles klar, hier war mein Trade zu Ende. 18,55 hat das Ding gebracht, plus 11,3 Punkte. So, und natürlich umgekehrt genauso. Das heißt, da wird nicht nur dann halt der Entry hier angezeigt, wie vorher, wo dann halt die kleinen Pfeile hier an der Stelle sind, sondern entsprechend halt auch, zack, hier nochmal raus, ja, entsprechend auch die ganzen Ergebnisse dazu, so dass man nachher halt halt überall im Chart sieht, okay, hier habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht und was war sinnvoll, was war nicht. Man kann die Dinge auch verschieben und so habe ich dann halt nachher auf jeden Fall einen besseren Überblick, um dann halt eben, wenn ich zum Beispiel halt Scalping mache, wie jetzt zum Beispiel halt eben der Heiko, wo ich es gerade erwähnt habe, und dann ist es natürlich extrem sinnvoll, wenn man dann nachher halt eine Auswertung machen möchte. Ja, sortiert sich hier halt auch entsprechend genau in der Zeit, auch mit Minutenkerzen und so weiter. Und so sieht man einfach nachher schön, war das gut oder war das weniger gut? Und gerade beim Skypen kommen ja halt viele kleine Positionen ja auch zusammen. Es gibt bestimmt noch so ein paar Geschichten hier, aber ich glaube, das wird sonst alles ein bisschen zu lange. Also ansonsten hier, das ist soweit erstmal geblieben. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten halt von der erweiterten Darstellung, dass man immer halt in Prozenten, Punkten und Beträgen arbeiten kann. Und man kann auch mit einem Klick, und das funktioniert, die Positionsgrößen alle ausschalten. Also wenn ich, das muss ich mir selber überlegen. Ja, genau. Wenn ich hier drauf drücke mit Control und dann sind alle absoluten Werte weg. Das ist aber eigentlich eher gedacht für all jene, die halt auch selber oder wenn man seinen Bildschirm halt mal irgendwie hinschicken will irgendwo, dann sieht man hier nur noch Prozente und Punkte, aber keine absoluten Beträge mehr. Ja? Und auch genauso hier, wenn ich eine Order aufgebe, da steht dann noch Sell Limit als Beispiel, aber nicht mehr die Positionsgröße dann mit dabei. Das ging vorher alles ein bisschen komplizierter übers Menü. Jetzt geht es halt hier mit einem Klick, ja, und wird auch hier sofort in Echtzeit alles nochmal dann entsprechend eingeblendet. Und das sind so viele, viele Kleinigkeiten. Es sind auch noch einige Add-ons, die dazu kommen werden. Man kann zum Beispiel nach der Trade PL trailen. Ja, ich kann also zum Beispiel, kann ich halt sagen, irgendwie mal angenommen, ich bin hier short. Ja, mal gucken, ob das jetzt funktioniert, wenigstens auf Anhieb. Wo haben wir es? Genau, Trade PL Money Manager heißt das Ding. Und der jetzt natürlich auch gerade nicht will, warum auch immer. Gut, also wie gesagt, Baustelle, das ist halt so, das gehört halt jetzt leider so ein bisschen dazu. Okay, das heißt also, ich kann nicht nur mit einem normalen Trail dann halt eben arbeiten, sondern kann dann halt einfach einstellen, okay, wenn ich irgendwie, sagen wir, 2% vorne liege und dann will ich mit mindestens 1,5 raus und kann dann halt zum Beispiel im Abstand von 0,5%, ja, kann ich dann halt meinen Trade dann auch verfolgen. Und das macht es halt auch oft so ein bisschen einfacher, wenn man dann nicht nur am Chart klebt und nicht nur immer die Ziele haben will, sondern halt dann auch vorwiegend sein Konto dann halt eben auch im Auge hat. Da fragt gerade jemand, wie lange sind die Handelsergebnisse am Desktop zu sehen? So lange, bis man den Chart halt zumacht. Also es wird halt nicht gespeichert. Wenn der Chart zu ist, dann sind die Sachen weg. Ja. Okay. Kann man gucken, ob da noch auch am nächsten Tag, ja klar. Also voraussetzt man hat es natürlich auf, ja. Ob man das jetzt halt irgendwie noch erweitert, indem man dann halt das halt irgendwie nochmal separat dann speichert, muss ich mal gucken. Auch erstmal gucken, wie das angenommen wird. Erstmal ist es da und sehr hilfreich. Dau macht hier wieder Rakete. Und erstmal auch sehr hilfreich. Und ich würde halt auch erstmal gerne sehen, wie das halt entsprechend von euch angenommen werden wird. Funktionieren die? Das ist alles. Moment. So. Okay. So, also, das sind so ein paar Einblicke. Es kommt noch viel, viel mehr. Wird auch demnächst einen Beta-Test geben. Also das waren jetzt hier echt tatsächlich nur zwei, weiß ich nicht, Vorführeffekte. Das sind eigentlich Sachen, die haben gestern schon oder beziehungsweise letzte Woche schon funktioniert. Aber so ist es halt, wenn dann halt eine Geschichte dazukommt, dann muss man halt die anderen entsprechend auch nochmal irgendwie nochmal mit angucken. Da wird noch ein bisschen mehr unter der Haube passieren.
so dass also auch zum Beispiel der eine oder andere erlebt, wenn er zum Beispiel halt einen StereoTrader an zwei verschiedenen Computern aufhat, dass die sich ins Gehege kommen. Das ist halt auch eine Geschichte, die wird auf jeden Fall, wird die mit der 2.0er-Version auch nochmal deutlich verbessert werden, so dass halt eben da halt nicht irgendwas zum Hängen kommt oder zum Springen von irgendwelchen Stops. Und also auch da wird auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Okay. So, was haben wir noch? Man kann Setups löschen, ist auch oft gefragt worden. Ja, wo kann ich halt irgendwie meine Einstellungen löschen? Geht man hier in Zukunft einfach auf Resetten, dann ist alles weg. Und dann muss man nicht mehr in irgendwelchen Ordnern kramen, sondern kann das halt eben darüber machen. Okay. So, dann versuche ich mal hier die Fragen aufzugreifen. Es sind jetzt doch einige zusammengekommen. Ich habe jetzt hier schon fast eine halbe Stunde vor mich hingebrubbelt, aber vielleicht war es ja auch nicht so ganz uninteressant. Okay, ich fange mal oben an, weil das ist alles auf die jetzigen Versionen bezogen. Also, der Thorsten fragt: Gibt es eine Möglichkeit, einen Trading Stop PLH1 hinter heiken Aschi-Kerzen herlaufen zu lassen? Nee. Also das, man müsste es programmieren, ja. Also es gibt ja den heiken Aschi-Chart, der ist ja dabei hier. Man müsste letzten Endes den dann halt umprogrammieren, ja, dass man dort halt die Hochs und Tiefs von den Kerzen dann halt nimmt und damit dann halt den Trail setzt. Also anders wird es halt leider nicht gehen. Ich bin mir aber auch gerade nicht so wirklich sicher, ob die Hochs und Tiefs auch wirklich die Hochs und Tiefs von der Periode anzeigen, weil heiken Aschi ist ja ein Durchschnitt. Das ist ja nicht, sind ja keine absoluten Werte. Also geht nur über Programmierung. Wie lege ich eine Strategie an zum Handeln? Da weiß ich nicht ganz genau, was mit gemeint ist. Vielleicht die Frage nochmal ein bisschen umformulieren. Es kam von der Ingrid. Und dann gehe ich da gerne drauf ein. Wird die MT4-Version allmählich auslaufen? MT5-Version weit wesentlich mehr unterstützt. Ich fürchte, darauf wird es hinauslaufen, weil halt einfach die, ich sag mal, von der Theorie her ist natürlich die MT5-Version, kann die halt schon mehr, ja. Und das ist zwar meines Erachtens auch noch nicht so alles ausgereift von seitens Metacodes an der Stelle. Es gibt ja schon so ein paar Baustellen und auch Metacodes hat von mir eine Liste mit Sachen, mit Fehlern und Zeugs, die ist so lang wie eine Rolle Klopapier, sage ich immer, ja. Und die kommen halt auch nicht so wirklich hinterher. Und das ist noch nicht so aus den Kinderschuhen raus, habe ich manchmal den Eindruck. Und jetzt, in dem StereoTrader, da sind halt viele Sachen drumherum gebaut. Und aber tendenziell glaube ich schon, ja. Also es werden auch die interessanteren Funktionen auch noch kommen mit dem MetaTrader 5, beziehungsweise also hier mit dem StereoTrader. Für den MetaTrader 5. Und da fragt jetzt gerade der Jens, sind die MT5-Tick-Daten für richtige Futures möglich? Ja, also sofern der Broker natürlich entsprechend die Futures anbietet. Ich weiß jetzt nicht den aktuellen Stand der Dinge, wie das da bei FX Flat aussieht. Das war ja mal ein Thema, da halt echte Werte auch mit reinzubringen. Und den letzten Stand oder vom letzten Stand weiß ich nur, es ist aktuell pausiert, aber wie das da halt weitergeht, weiß ich nicht. Da müsste der Nelson was dazu sagen oder Genau, vielleicht kann er auch also momentan dazu sagen. Thema ist natürlich immer noch und wir arbeiten auch dran, aber gibt es jetzt aktuell nichts Neues zu vermelden. Also aber generell ist es schon so klar, wenn dann Instrumente da sind, für die halt echte Volumendaten vorliegen und das betrifft dann auch logischerweise die Neuerungen halt für die MetaTrader 5 Version vom StereoTrader, dass man entsprechend auch das Volumen und so weiter dann im Chart auch eben hat, ja, und halt eben die Orders entsprechend halt alles angezeigt kriegt, was da halt im Orderbuch steht, ja. Das wird natürlich kommen, ganz klar, weil das ist ja auch ein Riesen-Edge. Also, wenn man nicht wie hier jetzt zum Beispiel, ja, so wie wir es ja halt kennen, und dann sagen so, okay, pass mal auf, ich hätte gern hier irgendwie angezeigt, hier den Stundenpivot, weil da weiß ich, da reagiert. Warum zeigt er das jetzt nicht an? Er kann mich hier aber nicht so wirklich leiden, habe ich das Gefühl heute. Das ist natürlich, also was habe ich denn da für eine Version gebastelt? Das ist ja unglaublich. Keine Ahnung, der will irgendwie gar nichts anzeigen hier. Warum auch immer.
Also Stundenpivot schon mal nicht. Aber angenommen, ich habe halt hier irgendwelche Fibos oder so, ja. Und dann sehe ich natürlich halt einfach mit der Darstellung sofort, liegen hier auch Orders als Beispiel halt an der Fibo oder am Pivot. Und dann ist es natürlich halt nochmal ein Vorteil, weil ich halt einfach sehe, okay, das ist ein Buch und das ist ein Chart. Und das matcht dann halt natürlich auch ganz anders zusammen an der Stelle. Was bei den normalen Future-Plattformen in der Form eigentlich nicht unbedingt so gehandhabt wird, ja, weil da halt immer dann doch eher der Fokus dann nur auf dem Buch liegt, als Beispiel. Und ich glaube, dass man so dann schon über einen vernünftigen Mix hinbekommt. Das ist ja genauso wie mit dem Market Profile Add-on hier von Oliver Klemm. Da habe ich ja halt auch ganz klar die Punkte im Chart drin. Und wenn die mit was anderem zusammenkommen, und dann habe ich natürlich auch eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, ja. Also wenn ich dann zum Beispiel sehe, okay, hier ist mein Point of Control, da ist auch gleichzeitig noch ein Pivot und da liegen auch noch Orders, das ist ja dann natürlich schon fast wie ein Elfmeter ohne Torwart, dann sowas dann auch zu handeln, ja. Und deswegen wird es natürlich auch kommen, dass da entsprechend Volumen dann auch mit reinfließt. Heute sind die US-Börsen noch zu, ja, aber der Future läuft ja weltweit. Also das ist, hat ja nicht mit der hat nur gerade einer gefragt hier wegen dem Dow Jones. Der, klar, also aber der Future läuft und dazu braucht man nicht unbedingt die Stock Exchange, damit sich der Future bewegt. Und der kann das auch so. Was haben wir noch? Hier fragt gerade jemand, das habe ich gestern beziehungsweise am Wochenende bekannt gegeben. Und auch hier AlgoCamp, es gibt eine Kooperation hier mit AlgoCamp. Das heißt, AlgoCamp ist halt spezialisiert auf die Entwicklung von automatischen Handelssystemen, von Add-ons und so weiter und so fort. Und die bieten eben auch ab sofort Unterstützung für den StereoTrader an. Das heißt, wenn man irgendwas haben möchte, wie zum Beispiel jetzt hier gerade das Thema Heiken Aschi, kann ich damit einen Trading-Stop machen. Wer sowas halt von sowas überzeugt ist und sowas auch gerne in Auftrag geben möchte, der kann sich dann natürlich auch gerne an AlgoCamp dann entsprechend auch wenden. Und die Jungs können das auf jeden Fall dann auch umsetzen, ja. Also, weil ich kann natürlich nicht alles aufgreifen und alles umsetzen in den StereoTrader und weil manche Sachen dann doch einfach auch zu individuell sind. Aber wenn da jemand was hat klar, das ist natürlich dann halt hier auch mit denen möglich. Was da jetzt angedacht ist, das kann ich so genau noch gar nicht sagen. Da wird es auch noch ein paar mehr Infos kommen. Ja, das war jetzt erstmal halt nur die Meldung. So, es gibt jemand. Und wo man sich auch hinwenden kann, wenn es um das Thema Automation geht. Dass man erstmal weiß, okay, da passiert halt überhaupt irgendwas. Und ich bin auch sicher, dass es bei denen auch in den richtigen Händen dort auf jeden Fall, weil die schon sehr, sehr gut oder sehr renommiert sind, einfach halt auch in dem Bereich. Machen ja auch hin und wieder hier Webinare bei FX Flat und Vorträge und sind auch in ganz unterschiedlichen Bereichen unterwegs. So, jetzt müssen wir die Fragen schon langsam bremsen. Wenn ich den Kerzen anderen Farben zuordne, kann ich das dann auch speichern? Ja, klar. Also, wenn man halt hier als Beispiel, ja, das ist die Frage, wenn ich jetzt meine, wenn ich die Voreinstellungen halt nicht mag, kann ich hier ganz normal, logischerweise meine Farben halt definieren. Und wichtig ist es dann aber halt eben nur, wenn man hier was definiert hat, dass man im Setup das Layout entsprechend ausschaltet. Das heißt also hier bei Layout muss man natürlich bei Chartthema dann auf Custom, ja, sonst wird es nicht übernommen. Aber wenn es hier auf Custom steht und ich verändere dann entsprechend meine Farben und das lässt sich halt auch alles anpassen, also auch hier dieses Rot und Grün und so weiter, das geht dann halt über das normale Setup, wo man das nochmal einstellen kann und dann wird es alles gespeichert. Also auch inklusive also wenn ich hier das Grid noch anhabe und so weiter, wichtig ist es eben nur, dass hier eingestellt ist Layout Custom. Ja, und dann wird es auf jeden Fall alles gespeichert, Schon ein sobald Klassiker, man die den Frage. Chart zumacht. Bitte? Ich sage schon ein Klassiker, die Frage. Ja, die ist halt wirklich oft gefragt worden. Das ging ja auch in der Vergangenheit nicht so ohne weiteres, aber mittlerweile ja, geht es auf jeden Fall. Funktionieren die strategischen Orders im Strategietester? Das stand nur known da. Okay. Müsste ich mir angucken. Will ich jetzt gar nicht ausschließen, weil ich weiß, dass die mal in einer Zwischenversion waren die Presets nicht da.
Gucke ich mir an. Ich kann aber auch kurz erklären, falls das jetzt irgendwie so sein sollte. Also strategische Order, die Geschichte hier, ja, sollte im Strategietester da sein. Wenn aber nicht, kann man da Abhilfe schaffen. Und zwar, ich zeige das mal ganz kurz, wie das geht, weil das da ist nur beim Setup ist dann nur wahrscheinlich eine, auch in der Umstellung halt eben eine Datei vergessen worden. Man kann das aber manuell machen. Das ist macht man auch nichts kaputt, muss man keine Angst haben. Hier einfach oben auf Datei, Datenordner öffnen. Und dann gibt es hier entsprechend den Unterordner MQL4. Dort gibt es einen Unterordner Files. Und dort STMT4. Und dann gibt es ein Strategic Orders, das heißt da mittlerweile XML. Das ist nur hier bei mir anders dargestellt. Und die sollte hier drin sein. Und die kopiert man dann nämlich ganz einfach. Also die heißt da, wie gesagt, Strategic Orders XML. Und die kopiert man einfach dann in MQL4. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist das? Da gibt es so irgendwo Tester-Files. Wo ist die denn hin? Da bin ich jetzt hier auf dem falschen Trip, aber eigentlich nichts. Nelson, stehe ich auf dem Schlauch? Hilf mir mal kurz. Er Bin sollte auch. normalerweise, muss ein Ordner zurückgehen. Also nicht in MQL4, sondern ja. Ah, genau. Richtig. Nicht MQM4, sondern Tester. Und dort Files. Und dort STMT4. Und da kopiert man es rein. Ja. Und dann, weil das fehlt einfach wahrscheinlich nur da. Und dann hat man die auf jeden Fall auch alle dort. Ja, ist aber natürlich in der nächsten Version. Oder es war auch schon, eigentlich sollte das behoben sein, aber wie gesagt, ich will es nicht ausschließen, dass das halt irgendwie tatsächlich da vergessen wurde. Also, sorry, wenn es so sein sollte. Aber hier eine Zwischenversion wird auf jeden Fall in Kürze kommen. Das wird nicht mehr lange dauern. Wann ist der Strategietester im MT5 verfügbar? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht. Also, das liegt auch nicht am Stereo-Trader, sondern das liegt einfach tatsächlich am Metatrader, ja, weil der hat nicht ansatzweise den Funktionsumfang wie der Strategietester im Metatrader 4. Keine Ahnung, was sich da Metacodes dabei denkt, weil man kann ja dort zum Beispiel noch nicht mal Indikatoren einfügen und so weiter, ja. Also das ist halt leider eine Katastrophe. Und es ist nicht ohne weiteres umsetzbar, wie das halt für den MetaTrader 4 halt ist. Also ich finde, es ist jetzt nicht, ist auch kein Beinbruch, ja. Man kann es ja mit dem Demokonto im MT4 dann halt eben machen. Hat ja keinen Vorteil, wenn man da im MT5 unterwegs ist. Ist ja letzten Endes für Strategietests das Gleiche. Ich finde es natürlich auch schade, aber mir sind da leider so ein bisschen die Hände gebunden gerade. Und ich werde natürlich, auch wenn die sagen, nee, wollen wir nicht, ich werde trotzdem das irgendwann natürlich irgendwann machen und trotzdem hinkriegen. Aber ist momentan nicht so ganz oben auf der Prioritätsliste. Also ich hätte natürlich gerne, wenn es so wäre, aber leider nicht so ganz einfach. Gibt es ein Forum für den Stereo Trader? Es wird eins kommen, aber in erster Linie halt in puncto, da geht es in erster Linie um die Programmierung. Und so, dass ich mich dort austauschen kann, weil es ja mittlerweile doch einige sind, die sich in dem Bereich betätigen und da auch oft die gleichen Fragen eigentlich immer wieder auftauchen. Deswegen wird das dann eher in Richtung halt Forum für Programmierung eben auch gehen. Ansonsten klar, Facebook, man kann auch ruhig mal in die Gruppe bei Traders Club von stereotrader.net auch ruhig mal was reinschreiben. Und solange das nicht überhand nimmt, beantworte ich das natürlich dort auch gerne. Aber beziehungsweise ich muss auch sagen, an der Stelle auch mal Danke an die Mitglieder. Es wird ja auch einiges auch von den Mitgliedern oder eigentlich schon mehr von den Mitgliedern mittlerweile beantwortet als von mir selber, was ich natürlich auch gut finde, weil es ja tatsächlich doch auch viel oft immer das Gleiche halt eben auch ist. Also da kann man natürlich auch, aber ist schon richtig, man sollte das schon ein bisschen auslagern. Ich will es auf der anderen Seite aber auch nicht zu unübersichtlich machen. Und nicht da irgendwie mit 10 Gruppen, 10 Foren, sondern schon alles ein bisschen zusammenhalten. Kann ich den PHR2 backtesten? Ja, einfachste Möglichkeit wäre dann halt,
selbst zu berechnen. Und was nicht so schwer ist, das gibt es auch eine Funktion dafür. In der API sollte die eigentlich, ist die auch vorhanden. Und natürlich dann eben über Programmierung. Also geht nicht jetzt irgendwie hier mit drei Klicks, aber über Programmierung eigentlich überhaupt gar kein Problem. Weil die Funktionen sind eigentlich alle dafür da, um den R2 entsprechend auch auszurechnen. Betreffen die kommenden Neuerungen auch die Euro Pro Version? Ja, sicher, klar, natürlich. Das kommt alles gleichzeitig. Also hier die, da hat jemand gefragt, der Stefan, ob hier die Version 2.0 vom StereoTrader, ob die dann auch für Euro, für den StereoTrader Forex Pro kommen wird. Ich denke mal, so war es gemeint. Klar, das wird natürlich so passieren. So, was haben wir noch? Problem mit Fenster C1, C2. Also es sind diese Unterfenster hier in der MetaTrader 5 Version, wurde gerade gesagt. Also da gibt es ja die Möglichkeit, hier zusätzliche Charts einzublenden. Und da schreibt jetzt gerade der Ingrid, ja. Entschuldigung, die Ingrid. Da am besten mal eine E-Mail schreiben, was da genau nicht funktioniert, dann gucke ich mir das natürlich an. Kann man das Fenster mit Haftungsausschluss so einstellen, dass diese nur einmalig angezeigt wird? Ja klar, das muss man doch einfach nur hier oben, da im Setup, bei Basis und dann Haftungsausschluss wird nur auf dem Live-Konto angezeigt, sehe ich gerade. Also hier ist es nicht drin, da steht ja, aber da gibt es hier eine Option, Haftungsausschluss deaktivieren. Das kann man einfach anwählen, dann muss man es einmal bestätigen und dann ist es auch so. Also das sollte dann eigentlich auch beim Neustart das nicht nochmal kommen. So, dann nochmal die Ingrid. Wenn ich nachkaufe, haben alle Positionen den gleichen SL. Aber ich möchte für eine Teilposition SL näher oder nur für eine Teilposition den Trailing Stop. Das geht, der Future-Modus, bei dem geht es so natürlich nicht, weil das ist ja der Future-Modus. Das heißt, ich habe immer einen Pool und da interessiert es nicht, wo Einzelpositionen sind. Wenn man das aber machen möchte und es gibt ja mehrere Möglichkeiten, ja. Also mal angenommen, ich will das im Future-Modus jetzt unbedingt machen, ja. Mal angenommen, ich so, gehe ich mal kurz drauf ein. So, das heißt, ich hätte hier eine Teilposition, ich skaliere das mal ein bisschen hoch. So, auf dem Minutenchart. Ich habe hier eine Teilposition. Jetzt kommen es auf links ein paar Punkte hier weg. Also die Frage war halt, wie kann ich da unterschiedlich die Position halt absichern? So, ich sag mal einfach hier den nächsten. Jetzt liegen die natürlich genau aufeinander. Das ist natürlich clever. Ja, komm, DAO. Das ist sonst kein Problem, hier 100 Punkte in der Minute zu machen. So, ich mache den aber mal eben weg, sonst fliegt der wahrscheinlich hier auch noch sofort. So, und jetzt war halt die Frage, so, packen wir den erstmal hier hin. So, mal zum Beispiel, ich habe hier drei Teilpositionen. So, und ich will die aber enger absichern als die und die anders als die und die Gesamtposition sowieso. Gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich kann hier einfach eine Stop-Order hinlegen. Ja, die ist natürlich jetzt nicht auf eine einzelne Position bezogen, ja, was ja auch mathematisch ja auch völlig egal ist. Aber ich kann natürlich hier, kann ich mich ausskalieren im Negativen, ja, und kann dann sagen, okay, ich gebe hier einen Teil raus, gebe da einen Teil raus und hier unten ist alles raus. Das ist die eine Möglichkeit. Ich könnte sogar unterschiedlich trailen, ja, ich kann ja auch sagen, so, pass mal auf, hier unten habe ich gar keinen Trail. Hier, ich will aber einen Kontrakt, will ich aber trailen. Ja, ganz einfach, dann mache ich für diese Stop-Order, Stop-Loss ist ja auch nichts anderes als eine Stop-Order, mache ich für diese Stop-Order, mache ich dann halt eben entsprechend, wähle ich halt irgendeinen Trail, ja, den ich dafür halt haben will. Also sich hier PLH Peak als Beispiel mit Abstand hier 5 Punkte, so, dann rennt die Order jetzt entsprechend der Kerze hinterher und der anderen ist es egal. Also das ist ja halt die eine Möglichkeit, wie ich das machen kann. Und was ich aber darüber hinaus sowieso machen kann, ich kann ja den anderen Modus verwenden. Ja? Also ich bin ja hier immer im Stereo-Future-Modus unterwegs. Das heißt, hier ist immer alles zusammengefasst.
Und das ist ja der Sinn und Zweck der Übung, dass ich nicht eben für jede Teilposition meinen Stop-Loss anpacken muss, sondern ich mache das mit einem Klick und habe sie dann eben für alle Teilpositionen verschoben und habe ja halt auch immer entsprechend durch meine Trade PL genau den Überblick, was das gesamte Trade-Werk, nenne ich es jetzt mal halt so, der gesamte Trade ja letzten Endes, wo der steht. Und ich muss mir über einzelne Positionen gar keine Gedanken machen, ja. Und beziehungsweise es ist halt hilfreich, auch von dem Denken wegzukommen. Ja, aber die Position und die, ja, die ist im Minus und die im Plus, das ist doch völlig, völlig egal, ja. Im Endeffekt muss ja nur insgesamt ein Plus dabei rauskommen. Und wo da die einzelne Teilposition dann geschlossen wurde, spielt ja gar keine Rolle. Und nur das Gesamtergebnis muss halt stimmen. Also das halt mal grundsätzlich. Wenn man aber halt an der herkömmlichen MetaTrader-Methode festhalten möchte und dann entsprechend mit alles einzeln haben will, kann ich natürlich hier einfach über Setup nach wie vor, das ist ja zwar auch schon ein paar Mal besprochen, aber wird scheinbar ja doch immer wieder gefragt. Also hier ist jetzt übrigens, ja, hat man jetzt leider nicht gesehen, hier ist jetzt entsprechend die Position reduziert worden um einen Kontrakt, ja, weil hier die Stop-Order lag. So. Welche da jetzt davon rausgeflogen ist, von denen, weiß ich nicht. Es war jetzt gerade die letzte, weil halt hier Divo eingestellt ist. Aber das heißt, hier bin ich ja erstmal mit einem halt raus. Ja, das heißt, so kann ich das ja halt auch machen, so dass ich meinen quasi so eine Art soften Stop-Loss halt habe. Ja. Und aber um noch mal kurz das aufzugreifen, das heißt, wenn ich aber weiterhin mit alles einzeln haben möchte, kann ich ja natürlich einfach hier den Modus wechseln, gehe dann auf Single Hedge. Und hab dann, ja, Warnhinweis, immer lesen bitte. Es kann nämlich sein, dass danach erstmal alles dicht ist. Jetzt bin ich aber selber mal gespannt, wie das hier aussieht mit dem Gehätsche. Das habe ich noch gar nicht probiert. Das ist die Videoaufzeichnung, lähmt hier wieder alles. Das ist immer wieder erstaunlich. Kommt da überhaupt noch irgendwas? Ist ja unglaublich. Hallo. Es ist ja irgendwie da, ne? Aber nicht da. Vielleicht ganz kurz in der Wartezeit, weil hier noch eine Frage reinkam, nochmal wegen Haftungsausschluss. Ich habe es jetzt hier wird gesagt, dass das nicht angezeigt wird im Live-Konto. Also ich habe es jetzt nochmal kontrolliert, auch bei mir, und das ist vorhanden. Also mit der Version 19.5.2 ist das da. Ja. Okay. Danke. So, ich habe hier echt so mein übliches Grafik-Performance-Problem hier. Wenn ich jetzt hier lokal bin, soll ich vielleicht echt das nächste Mal auch irgendwie auf dem VPS machen, dass hier ist immer ein bisschen anstrengend alles. Oh, ey, die Skalierei, also, dass der Metakurs nicht selber mal was dran ändert, stehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Dass man immer hier in der Gegend rumzerren muss, bis man irgendwie ein brauchbares Bild hat. Das ist unglaublich. So, das heißt, das war ja die Frage, ja, mit Einzelpositionen. Klar, kann ich ja auch. So habe ich halt hier meine Einzelpositionen dann eben halt nicht mehr zusammengefasst und kann natürlich für jede einzelne hier meinen Stop-Loss unterschiedlich setzen, meinen Take-Profit unterschiedlich setzen. Wenn man das so machen möchte, kann man das ja machen. Hier sind zwei drunter, die andere, da komme ich jetzt irgendwie nicht wirklich ran. Ah, doch, da ist noch einer. Nee. Die liegen halt genau übereinander. Das ist jetzt halt ein bisschen doof. So kann ich es natürlich auch machen. Ja, das ist Geschmackssache. Und die meisten arbeiten aber eben im Stereo-Future-Modus, weil der halt übersichtlicher ist. Ja, und weniger Aufwand halt eben auch macht, als jetzt hier mit den Einzelorders. So. Bei MT5 hakt Drag and Drop generell. Da würde ich aber mal irgendwie gucken, was der Rechner für eine Performance hat. Also ich weiß auch, das habe ich, das schreibt auch nochmal die Ingrid hier, dass da halt ein bisschen hakt. Es liegt an der Performance, ganz klar. Also der MT5, die MT5-Version vom MetaTrader hat erhebliches Defizit in puncto Performance gegenüber der MT4-Version. Ja, wird zwar nach außen immer anders verkauft, ist aber nicht so. Und sämtliche Grafikgeschichten dauern im MetaTrader 5 länger.
Und da hilft tatsächlich nur irgendwie entweder auf ein VPS aufweichen, der ein bisschen mehr Power hat, oder halt mal die eigene Hardware mal irgendwie überdenken und nochmal da nicht mal aufrüstet. Mal weiß ich, dass so ist, aber kann ich leider nichts führen. Das ist halt unter der Haube vom MetaTrader 5 so. So, was haben wir noch? Der Karl, Stop-Loss und Take-Profit ändern, ohne dass beim Neustart wieder aufs Alte springt. Also das Stop-Loss und Take-Profit, man kann das ja voreinstellen. Hier im Setup kann ich ja, ich stelle das hier auch nochmal gerade zurück. Das geht sowieso jetzt nicht. Kann ich ja hier voreinstellen, ja. Also was ich halt haben möchte, was mein initialer SL und Take Profit ist. Und immer wenn ich flat bin, geht es natürlich auf den Wert zurück. Und wenn ich nicht flat bin, wird ja das übernommen, was da ist und entsprechend angepasst. Aber wenn man da halt immer mit den gleichen Werten arbeitet, kann man das sich hier einstellen. Und dann entsprechend muss man da auch nicht jedes Mal dann nochmal komplett dran. So, hier sieht man jetzt übrigens, ja, wenn man im Einzelmodus unterwegs ist, man erkennt es jetzt hier nur nicht, weil es so dicht aufeinander liegt, dann werden auch die Ergebnisse anders dargestellt, nämlich entsprechend auch für die jeweiligen Einzelorders. Ja, hängt natürlich alles ja, von der Logik her so miteinander zusammen. Also das heißt, das war ja vorhin, hatte ich am Anfang gezeigt, dass hier die Ergebnisse angezeigt werden können. Im Future-Modus wird es immer für den ganzen Trade, bis ich halt flat bin. Und hier wird es für jede Einzelposition angezeigt in dem Single Hedge Mode. So, das stelle ich aber gerade nochmal zurück. Wie speichert man richtig eine Strategie ab? Wenn ich eine Strategie abspeichere, sind sehr oft verschiedene Einstellungen weg, zum Beispiel Orderabstand bei Grid Orders und andere. Eigentlich nicht. Also kann auch eigentlich gar nicht wirklich so sein. Also da, ich will jetzt nicht hier das komplett verneinen, aber generell, sobald ich hier eine Strategie anlege, ja, und hier sage, das könnte jetzt allerdings wieder Vorführeffekt werden, das ist gerade nämlich eine Baustelle von heute Nachmittag, wenn ich jetzt hier sage, zum Beispiel neue Strategie, so, und so, erstmal Strategie wechseln, damit er weiß, alles klar, ich habe eine neue Umgebung. Und sobald ich jetzt aber dann hingehe und hier irgendwas einstelle, ja, ich mache mal halt hier irgendwas, also zum Beispiel Grid Order Abstand war ja gerade gemeint. So, und dann wird nämlich das, kann ich mal kurz zeigen, wie das aussieht, dann wird nämlich halt für diese Strategie wird ja dann ein komplettes Setup gespeichert. Das heißt, das sieht ja so aus. Ich habe ja hier, das ist ja alles im Klartext, das kann man ja halt auch, dann darf man auch reingucken, dann kann man auch nichts kaputt machen. So, hier neu, so heißt es dann, ja. Das heißt, alle Einstellungen werden ja dann hier drin gespeichert, ja. Die Strategie heißt ja jetzt neue Strategie, findet man auch hier. Und das sind halt alles im Reintext, kann man sich das angucken, wenn man das unbedingt möchte. Und findet dann auch hier entsprechend. Da ist nämlich genau das, was ich gerade eingestellt habe. Ja, so heißt es hier an der Stelle. Man muss das jetzt nicht wissen. Ja, ich wollte es nur mal eben zeigen, dass es das nicht sein kann eigentlich. Und das heißt, das wird immer komplett isoliert voneinander auch gespeichert. Das heißt, die Einstellungen können eigentlich gar nicht weg sein. Und sobald ich nämlich dann halt auch in die Strategie halt hier wechsle, ja, ich bin jetzt hier in neue Strategie, wird auch immer alles aus dieser einen Einstellungsdatei sowieso geladen. Und da kann sich eigentlich nichts überschneiden. Das heißt, also, sobald ich halt hier die Strategie wieder wechsle und dann halt entsprechend auf die alte gehe und werden auch entsprechend die ganzen Einstellungen aus der alten Strategie dann übernommen und eben nicht aus neue Strategie, so wie ich es ja jetzt halt hier genannt habe. Und das wird halt einfach alles nur komplett separat gespeichert, und hier sehen wir auch jetzt wieder Order Abstand 4, weil das ist das, was für die andere gespeichert wurde. Also kann eigentlich nicht sein. Muss halt einfach immer nur hier darüber auswählen, welche Strategie möchte ich, und lädt die dann entsprechend und hat dann auch die ganzen Einstellungen voneinander isoliert.
So, jetzt haben wir auch die Stunde gleich voll. Ein paar Sachen picke ich mir hier noch raus. Alles werden wir es gar nicht schaffen. Wir dürfen nie wieder auffordern, dass irgendjemand Fragen da reinstellt. Jetzt hört er gar nicht mehr auf. Nein, das ist natürlich Spaß. Ich freue mich ja, wenn ich hier einige Sachen aufgreifen kann und drauf eingehen kann. Ich würde sagen, die Fragen bis 7:15 können wir ja machen. Die was? Die Fragen, die alle bis 18:45 noch reingekommen sind, die können wir alle machen, wenn du Zeit Ja, hast. gucken. Ja, sicher, klar. Daran liegt es nicht. Stereotrader MT5. Was ist das für eine Frage? Stereotrader MT5, Punkt, Punkt. Okay, das war die einfachste Frage. Antworte ich einfach mal ja. Ich glaube, das ist die passende Antwort. Der Stefan fragt, gibt es das Handbuch auch auf Deutsch? Wurde leider auch schon oft gefragt. Nein, leider, ich muss immer wieder sagen, noch nicht. Ich weiß aber, dass tatsächlich einer von den begeisterten Usern selbst einen Auftrag gegeben hat. Und ich muss da mal nachfragen, was draus geworden ist. Also professionellen Auftrag gegeben hat. Ich habe da auch schon Teile davon gesehen. Das sah auch alles sehr gut aus. Aber ich weiß es wirklich aktuell nicht, ob da halt irgendwie oder wie der Stand der Dinge ist. Also momentan, ja, der Lutz schreibt hier gerade bei Thorsten Helbig. Ja, klar, es war einer von Thorstens Leuten. Also ich muss mal nachfragen, wie da der Stand der Dinge ist, weil ich würde es natürlich ja dann halt auch übernehmen und natürlich auch dann so raustun, aber macht dann wahrscheinlich aber schon mehr Sinn, das dann auch jetzt mit der neuen Version dann nachher halt auch zu machen. Ist der Stereotrader multibrokerfähig? Das heißt, die Frage, vielleicht nochmal ein bisschen genauer formulieren, Jens. So, und der Frank fragt, wann kommt die 2.0? Also wenn es nach mir geht, in einer Woche. Und weil die 2.1, so wird es dann halt leider sein, ist zwar ein bisschen doof, hätte ich mir auch anders gewünscht, aber mir gehen hier langsam die Versionsnummern aus. Die 2.1 wird dann wahrscheinlich der große Wechsel sein. Es wird aber auf jeden Fall eine Zwischenversion kommen, wo die ganzen Geschichten hier schon drin sind. Und das wird auch nicht länger als 4 Wochen dauern. Also dafür ist es halt alles schon, auch wenn jetzt hier eine Geschichte gerade nicht funktioniert hat, aber eigentlich funktioniert das schon die ganze Zeit. Aber ich bin da manchmal halt ein bisschen schnell und eben weitere Dinge verändern und das hat sich wahrscheinlich jetzt einfach nur darauf ausgewirkt. So, man kann, ne, das beantwortet. Was haben wir hier noch? Okay. So, ich sehe hier aktuell tatsächlich auch nicht. Ist schade, dass ihr die Fragen nicht alle sehen könnt. Das ist hier teilweise wirklich Comedy. Was da drin steht. So, da stehen halt ganz viele Lols und wir haben dich lieb, lass dir Zeit. Das ist natürlich sehr schön. Ja, ich euch auch. Nein, das ist natürlich. Vielleicht eine die Frage noch bezüglich Wochenpivot Punkte. Ja, genau, und die hatte ich gerade nämlich irgendwie gesucht. Wochenpivots gibt's doch. Moment mal, wo ist denn die Frage? Da ist irgendwas falsch. 18:42 Uhr. Wäre es möglich, Wochenpivotpunkte auch nach dem Schema WP zu. Verstehe ich die Frage nicht, ehrlich gesagt. Kann ich irgendwie gerade nichts mit anfangen. Sieht mir nach Fibonacci-Folge aus. Also da vielleicht einfach mal, das kommt von dem Frank. Schick mir am besten mal eine E-Mail Ja, also dazu. der Teilnehmer sagt ja, also Ja. Fibonacci. Ja. Also verstehe ich jetzt auf Anhieb ehrlich gesagt leider nicht genau, aber gucke ich mir gerne mal an. So, die Sportstrategie ist noch gefragt worden von der Ingrid. Auch über die Homepage, also über die, gibt es eigentlich auch bei euch die Sportstrategie, Nelson? Weiß ich gar nicht. Muss jetzt mal Nee, nicht fragen. über unsere Homepage. Nee. Genau, dann einfach über die Stereotrader Homepage. Dort im Bereich Download und dort steht auch alles dabei. Da haben wir übrigens gerade heute noch die Preise aktualisiert, hier zusammen mit dem Oliver Schwab. Und das heißt, wenn man sich da halt direkt auf 6 Monate oder 12 Monate committet, wird es halt auch deutlich günstiger. Und ich weiß es aber die Kurse nicht im Kopf, aber es ist 25% günstiger als vorher. Und aber es steht alles auf der Homepage drauf. Im Bereich Download.
Die letzte Frage, die jetzt reingekommen ist, die war tatsächlich auch schon vorher eingestellt, vielleicht, wenn du Ach magst, ne? so. Wenn man sich auf der steotrader.net Seite anmeldet, das meinst du, bekommt Nee, man kein Login das geschickt? davor, Hier? bezüglich High und Low, die Farben zu wechseln. Ach so, kann man jetzt sagen, MetaTrader 5 Intraday High und Low die Farben verändern kann? Ich hoffe, dass ich das kann. MetaTrader 5 oder ist es, eigentlich ist es egal, behaupte ich jetzt mal. Es sollte zumindest mal egal sein. Weil ich gucke jetzt mal erstmal hier rein. Hoppla. Bei der MetaTrader 4 Version. Mal gucken, das müsste eigentlich das sind die Farben hier, Intraday High und Intraday Low. So, jetzt kann es natürlich sein. Nee, aber eigentlich müsste das mal nicht, guck mal. Das müsste hier angezeigt werden. So, also hoch, tief, Intraday. Okay, da unten ist er. Ein bisschen kleiner. So, also den Rest machen wir aus, damit wir hier ein bisschen was sehen. So, also hoch. Jetzt mal, gehen wir mal weg hier. Intraday High und Low. Das sind die Farben. So, jetzt behaupte ich doch mal, dass man das einfach hierüber einstellen kann. Ja, also Intraday High und Intraday Low. Was ich aber sehe, ist, das kann natürlich sein, dass die Farben gemischt werden mit dem Hintergrund. Und damit das halt immer so ein bisschen besser, ein bisschen homogener zusammenpasst, aber kurze Rede, langer Sinn. Ich stelle hier einfach mal irgendwas ein, gucken, was passiert. Wenn die neu gezeichnet wird, muss man auf jeden Fall einen ausschalten. Nö, geht doch. Sollte auch im MetaTrader 5 eigentlich nicht anders sein. Wenn doch, dann wäre es tatsächlich eine Geschichte, die man beheben müsste. Mal gucken. Hier suche ich mich jedes Mal zu Tode. So, hier nehme ich dann auch Intraday High, andere Farbe. So, blenden wir das mal ein. Da ist sie. Geht genauso. Ja, also kann man auf jeden Fall ganz einfach über die Standard-Settings einstellen. Ja, der Ralf hat das gefragt. Ich denke mal, das ist ja dann damit beantwortet. Also nochmal, MetaTrader 5, Rechtsklick. Dort ist es noch ein bisschen komplizierter. Geht aber nachher auch mit einem Klick. Rechtsklick, Expert List. Und dann halt hier kommt der SteoTrader. Dann Properties oder Eigenschaften. Und dort findet man die Farben hier. Okay. So, ich glaube, dann haben wir uns doch hier ganz gut durchgeömmelt. War ja dann doch noch einiges, was hier zusammengekommen ist. Natürlich gut, freut mich auch immer. Und weil es ja dann eben auch für andere immer nachvollziehbar ist und dann natürlich nicht alles mehrfach entsprechend nochmal gesagt und geschrieben werden muss. Ja, von meiner Seite, ich habe momentan jetzt auch nichts mehr, außer ich jetzt natürlich immer gleich meine Baustellen gefunden habe und damit meine Beschäftigung wieder für die nächsten Tage. Und das sind aber, wie gesagt, Kleinigkeiten. Das Ding, also die Version 2.0, die ist schon, also mit den Funktionen doch schon seit einigen Wochen auf jeden Fall im Live-Test. Und wie gesagt, wenn das hier jetzt bei der Vorführung auch mal nicht so funktioniert, das war ja auch nur ein Einblick, jetzt erstmal davon aber bitte nicht beirren lassen. Und wenn das kommt, ist es natürlich auch zuverlässig, das ist ja klar. Wie immer kommt das alles erstmal auf den Prüfstand. Und ich biete auch übrigens gerne an, das können wir nochmal so machen, mit der MetaTrader 5-Version haben wir das ja auch gemacht. Dass ich da vielleicht einfach nochmal in die, es gibt ja eine Facebook-Gruppe, MetaTrader 5 Testers, und dort können wir einfach nochmal auch nochmal einen Beta-Test machen und dass dann halt die Leute, die dann dort in der Gruppe sind, dann auch nochmal gerne vorab die Version dann entsprechend auch haben können. Das können wir schon so machen. Wer daran interessiert ist, darf das dann entsprechend auch gerne verwenden und dann halt sich selber noch da einbringen. Okay. Prima, dann haben wir soweit Ja. alles. Die letzte Frage, die jetzt noch reingekommen ist, Dirk, das ist Hausaufgabe für dich, für nächste Stereo Trader Helpdesk. Wie verhindere ich den Margin Call?
Kannst du mal überlegen, wie du das beantworten möchtest? Und Ja, die Pausenfunktion macht es möglich. ja. Ja. Und Bevor der liebe Herr Martin anruft, einfach auf Pause drücken, auf ein dann ist sofort das Telefon still. Gut, wenn alle Kunden das dann testen und es nicht klappt, dann weiß ja, was dann passiert. Dann kriegst du ein paar Anrufe. Genau. Also die könnte man tatsächlich ja so umbenennen, ne? No, no Margin Call nennen wir einfach die. Oder ja. Das wäre so naheliegend. Herr Martin soll bitte nicht anrufen. Das können wir so einen Telefonhörer drauf machen. Das würde eigentlich auch gehen. Und wieder hast du Das wäre Input für die neue Version. ja, ne? Siehst du. Dann glaube ich, Okay. haben wir alles soweit beantwortet. Vielen Dank für die Teilnahme, dass Sie wieder Interesse hatten und hier Ihre Zeit mit uns verbracht haben. Und danke, Dirk, wie immer für den Input. Und natürlich freuen wir uns auch schon auf die neue Version. Ihnen allen wünsche ich einen schönen Abend. Wie immer passen Sie auf Ihre Position auf. Nächster Termin, wo wir hier zusammen was machen, ist der 9. März, dann wieder NFP Live Trading. Und ja, Dirk, auch dir noch einen schönen Abend und wie immer hast du das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich auch bei allen, die dabei waren und bis zum Schluss durchgehalten haben. Das waren ja tatsächlich dann auch fast alle. Und sehr schön, dass wir das hier machen können. Und danke auch einfach an euch für den ganzen Input. Hilft der Sache natürlich weiter. Und so soll es ja sein. Wir wollen ja alle irgendwie damit auch irgendwie glücklich und zufrieden sein, beziehungsweise vernünftig arbeiten können und vernünftige Stücke Kuchen aus dem Markt herausschneiden. Dafür machen wir das ja alles ja auch. Danke auch an FX Flat hier für das Webinar und die ganze Webinarreihe. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche auch noch einen schönen Abend in die Runde und bis demnächst. Danke, tschüss. Tschüss zusammen.